Der Ruhrsee, das Naherholungsparadies für den Raum Aachen, ist in Gefahr. Das sagt jedenfalls die Bürgerinitiative Rettet den Ruhrsee mit knapp 2.700 Mitgliedern. Denn der Stadtwerkeverbund Trianel will dort ein Pumpspeicherkraftwerk bauen. Nächste Woche werden die Politiker im Kölner Regionalrat darüber entscheiden. Gegner wie Werner Löhrer machen deshalb jetzt mobil. Während den Anfängen sagen sie, sie wollen schon die Vorentscheidung für das Kraftwerk nächste Woche unbedingt verhindern. Noch ist der Wasserpegel am Steg stabil. Doch wenn das Pumpspeicherkraftwerk käme, würde er innerhalb von 6 Stunden um bis zu 2 Meter schwanken, fürchtet Werner Löhrer. Der Vorsitzende des Segelclubs Eschaul hat die Bürgerinitiative mitgegründet. Die Segelei und der Wassersport im Besonderen, der wird nach Realisierung dieses Objekts nicht mehr möglich sein, weil insbesondere der Tidenhub von 1,25 bis 2,2 Meter, der ist nicht wegzudiskutieren. Dann gibt es Verschlammung am Ruhrsee und für Regatta würde es irreguläre Bedingungen geben. Bisher haben nur Trockenheit und viel Regen Einfluss auf den Pegelstand des Ruhrsees. Ein riesiges Bauwerk wie das Pumpspeicherkraftwerk soll zwar unterirdisch verlaufen, könnte aber das Bild erheblich verändern. Für die Stromerzeugung in einem solchen Kraftwerk sind Pegelschwankungen unvermeidlich. Von einem Oberbecken aus fließen 7 Millionen Kubikmeter Wasser mit hohem Tempo durch einen Stollen und erzeugen über eine Turbine Strom. Danach fließt das Wasser zurück in den Ruhrsee und wird später wieder nach oben gepumpt. Trianel will dazu 700 Millionen Euro investieren. Inoffiziell sollen es sogar deutlich mehr sein. Bisher gibt es nur grobe Pläne und viele ungeklärte Fragen. Dass es so viel Widerstand dagegen gibt, hat man nicht erwartet. Man wird es nicht bauen können, wenn sie die Segler nicht mitnehmen, die Angler nicht mitnehmen, die Touristiker nicht mitnehmen, die Schwimmer nicht mitnehmen. Es gibt ganz viele Ängste im Umfeld dieses Kraftwerks, das ist nachvollziehbar. Wenn man wenig weiß, kann man viel Angst haben. Wenn wir diese Fragen nicht lösen, werden wir nicht bauen. Doch Trianel will Anwohner und Touristen weiter von seinem Projekt überzeugen. Allen, denen Nachteile entstehen, will man Ausgleich zahlen und rechnet längst mit einem zweistelligen Millionenbetrag. Wir brauchen neue Steganlagen. Wir haben die Ruhrschifffahrt, die für eine Saison trockengelegt wird. Möglicherweise kann sie noch stattfinden, vielleicht mit anderen Anlegestellen. Aber auch hier muss eine Kompensation erfolgen. All das aber überzeugt die Gegner nicht. Werner Löhrer organisiert fast jede Woche Veranstaltungen gegen das Kraftwerk, wie hier in Ruhrberg. Die Hauptsorge gilt den gigantischen Wassermassen, die in die Schilsbachbucht bei Woffelsbach fließen. Befürchtet werden Bodenerosionen, starke Strömungen und große Pegelschwankungen. Wenn das Bauwerk tatsächlich kommt, drüben soll es hin, dann befürchte ich erhebliche Einbußen für den Tourismus, der gerade nicht zuletzt dank des Nationalparks im Wachsen befindlich ist. Und ein Mitstreiter von uns hat es kürzlich mal treffend ausgedrückt. Er hat gesagt, wenn der Nationalpark die Lunge der Eifel ist, dann ist der Ruhrsee das Herz. Und das Herz wird dadurch kaputt gemacht. Es gibt auch Befürworter des Projekts. Die Gemeinde Simmerath will aber erst alle Gutachten abwarten, bevor sie entscheidet. Sie verhandelt zurzeit mit Trianel über dieses 50 Fußballfelder große Grundstück für das Oberbecken. Dass dafür 30 Hektar Wald gerodet werden müssten, ist für den Bürgermeister kein Problem. Also der Wald hier vorne ist kein Wald von besonders hoher Qualität. Er ist Nutzwald und es ist insoweit möglich, diesen Wald auch dafür zu verwenden. Werner Löhrer und seine Mitstreiter aber wollen keinen Eingriff in die Natur dulden. Ganz gleich, wie die Gutachten von Trianel ausfallen, sie wollen notfalls dagegen klagen. Es sei denn, der Regionalrat stoppt das Projekt auf seiner Sitzung in der nächsten Woche.